Hallihallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu Bioshock Infinite. In der letzten Folge sind wir auf Monument Island angekommen und sind hier nun in den Beobachtungsräumen für das Testsubjekt. So. Okay, alles klar. Ja, hier, das kennen wir ja. Das ist das geknackte Schloss, was die kleine Elizabeth geknackt hat. Das sind hier die Codes. Well done, the example phrase has been deciphered. Ja, halt sehr gut gemacht. Der Beispielsatz wurde wahrscheinlich gelöst. So, Tracker aktivieren. Achso, da sehen wir also, wo sie ist. Umkleideraum. Da müssen wir hin. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, los geht's zu dem Umkleideraum. Und wir finden Elizabeth endlich, hoffe ich. Dass sie hier jahrelang festgehalten wurde, ist einfach grausam. Na los. Es sieht echt aus wie in so einem U-Boot, ne? Wie so Schotten, ey, die dicht gemacht werden. Da ist sie. Es ist sie. Bitte Ruhe, während das Testsubjekt präsentiert wird. Ja, die Kleine, denke ich mal, hat da gerade drum gebeten. Also sie weiß sicherlich, dass sie beobachtet wird. Sie ist im Dining Room. Hat jetzt sicherlich darum gebeten, vielleicht, dass sie endlich hier raus darf, die Welt sehen darf, Paris sehen darf, den Eiffelturm. Und ich denke, wir werden jetzt nach und nach hier so einzelne Stationen abklappern. Da ist sie. Oh! Was ist... Job hier zu tun. Was zur Hölle war denn das da bitte gerade? Das, also, was? Einfach nur, was? Was ist denn da gerade passiert? Sie hat das Bild berührt und dann entstand irgendwie so ein kleiner Riss und sie war jetzt in Paris oder was? Dieser Job wird immer mieser. Was macht dieses Mädchen so anders? Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit, was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint, das Universum mag keine Vermischungen. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam? Sie sehnt sich nach Freiheit, weil sie hier eine Gefangene ist, mit allem, was sie zum Leben theoretisch braucht, aber das kann man natürlich nicht vergleichen. Ich glaube, wir können zu ihr, oder? Bibliothek. Ja, ich glaube, wir können jetzt zu ihr. Oh Gott, ey. Das muss man sich mal vorstellen, was... Wie sie das geschafft hat. Deswegen ist sie anscheinend so wichtig. Heilige Scheiße. Okay, ich schaff das. Ach, sie ist hier... Okay. Sie ist direkt hier in dieser Statue drin. Ah, okay. Ich dachte... Ah, alles klar. Ich dachte, das ist nicht... Okay. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass sie hier echt direkt in dieser Statue gefangen ist. Und deswegen... Ja, sie schwebt über allem. Oh Gott! Oh Gott! Hallo! Hey! Schluss jetzt! Willst du mal aufhören? Hörst du jetzt auf? Ich tu dir doch nichts. Wer sind Sie? Mein Name ist DeWitt. Ich bin dein Freund.
Ich soll dich hier rausholen. Gehen Sie weg! Sind Sie echt? Ziemlich echt sogar. Kommt! Sie müssen gehen! Warum? Er darf Sie auf keinen Fall hier sehen! Kleinen Moment noch! Ich zieh mich gerade an! Ich kann dich hier rausbringen. Man kommt hier nicht raus, glauben Sie mir. Ich hab's versucht. Jetzt warte doch, es reicht! Wie wär's damit? Was ist das? Damit kommen wir hier raus, nicht wahr? Was soll... Geben Sie das her! Okay, ich glaube mal, es soll heißen, dass Father Comstock gerade im Begriff ist zu kommen. Oder irgendetwas anderes Merkwürdiges. So kommt ihr raus! Wow, wow. Entkommen Sie mit Elizabeth aus der Statue. Ja, was glaubst du, mache ich? Wow. Oh Gott, ich glaube... Auf, dass ich nicht hier rauskomme. Das wird sich zeigen. Ich glaube, das ist diese Kreatur, die der eine Arbeiter hier angesprochen hat, die die freigelassen haben. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Ich komme. Oh Gott. Warte! Schnell! Oh Gott, oh Gott. Hol den Aufzug! Wieso? Was ist das? Drück den Knopf! Was ist denn hier los? Haben mich beobachtet? Die ganze Zeit? Warum? Warum hat man mich hier reingesteckt? Was bin ich? Was bin ich? Du bist das Mädchen, das aus diesem Turm hier rauskommt. Wir gehen nicht da lang. Okay. Ja, dann mal los. Komm, Elizabeth. Wir müssen weiter. Ja, was denkst du, was ich gerade versuche? Sei vorsichtig, Elizabeth. Woher kennen Sie meinen Namen? Nicht jetzt. Schnell! Was glaubst du, was ich hier treibe, Mensch? Denkst du, ich mache extra langsam oder was? Okay, ich glaube, ich muss ein bisschen rennen. Na komm schon. Weg da, lass mich mal. Ach du Heilige, was verfolgt uns denn da? Irgendein riesiges mechanisches Monstervogel-Ding? Oh Gott. Elizabeth, lauf einfach. Oh Gott, wie kommen wir hier runter? Wow. Wie krass gemacht ist das denn? Wow. Oh Gott, das Vieh verfolgt uns. Wir müssen aufpassen. Oh, und die Statue fällt jetzt auseinander. Oh mein Gott. Ach du Heilige. Wow. Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld. Elizabeth? Was wollt ihr von ihr? Wir hatten eine Abmachung. Sagt mir, was ihr von ihr wollt. Öffnen Sie diese Tür.
Sofort! Wollt ihr ihr was antun? Sagt, was ihr vorhat! Oh Gott, sie singt gerade dieses Will the Circle be Unbroken, was wir ganz zu Anfang gehört haben, als wir nach Columbia reingekommen sind. Aber was wollen die denn hier? Booker DeWitt, Investigation into Matters Bo... Ja. Anna? Anna? Wow. Also da muss ich wirklich sagen, das war ja eine wirklich wahnsinnige Szene. Also das, was wir gerade erlebt haben. Ich wollte auch gar nicht so viel sagen. Einfach dieser riesige mechanische Vogel, der uns dort verfolgt hat. Elizabeth, was ist mit dir geschehen? Da ist sie. Hey. Anna. Anna. Nein, ich bin's. Elizabeth. Alles in Ordnung? Wo bin ich? Wieder unter den Lebenden. Hier, Moment. Es geht schon. Sie wären fast ertrunken, sie... Ich sagte, es geht schon. Ich brauche nur einen Moment. Hören Sie das? Das ist Musik. Geh nur, ich muss nur... Okay, ich bleib nicht lang. Ich bleib nicht lang, Mr. DeWitt. So viel zu dem Thema, sie bleibt nicht lang. Finde Elizabeth. Und da sind wir abgestürzt. Ach du Heilige. Das war ja der pure Wahnsinn. Einfach diese Verfolgungsjagd regelrecht. Wow. Also das war wirklich, hallo, das war wirklich einfach nur der absolute Hammer. Was anderes kann man dazu echt nicht sagen. Haben Sie eine junge Frau gesehen? Wollen Sie mir etwas andrehen? Ich habe nämlich kein Interesse. Nein, ich suche einfach nur jemanden, Mensch. Muss hier nicht gleich wieder um Prostituierte gehen. Meine Güte, diese versaute Stadt hier. Nee, aber wow, also wir haben Elizabeth gefunden und irgendwie stand sie auch... Haben Sie eine junge Frau gesehen? Blauer Rock? Nein? Nein, aber ich bin solo, falls du eine Begleitung suchst. Danke, muss nicht sein. Aber ja, auf jeden Fall, das war schon... wirklich abgefahren und vor allem, wir waren ja dann wieder in so einem Vergangenheits-Zeitflash, ich weiß nicht, in unserem Büro, in unserer Detektei, ne, ihr beiden, und dort war sie ja auch und hat Will the Circle be Unbroken gesungen, das war ganz, ganz merkwürdig. Ich gehe, denke ich mal, der Musik nach, da wird sie wohl am ehesten sein. Hat die eine junge Frau gesehen? Blauer Rock, dunkles Haar? Sieh dir den an. Schlaf deinen Rausch aus, Trottel. Danke. So unglaublich hilfsbereit, diese Mitbewohner hier aus Columbia. So, aber ich muss die Kleine finden, ey. Nicht, dass ihr jetzt schon wieder was passiert ist. Der Prophet weiß vielleicht, wie seine eigene Biografie enden wird. Aber ich weiß kaum, wie ich anfangen soll. Abgesehen von den Kindermärchen, die man in der Hall of Heroes zu hören bekommt, hat er nämlich sein Leben vor seiner Taufe, ich zitiere, am Flussufer zurückgelassen. Man wird mich einen Plagiator nennen, aber ich werde die ersten 30 Seiten lang nur die offizielle Version wiederkäuen. Ja, das war der gute Mann, der die Memoiren schreiben soll. Ich suche eine junge Frau. Wer nicht, Bruder? Ach Gott, diese Leute hier. Ein Luftschiff. Damit könnten wir hier wegkommen. Oh ja. The First Lady. Okay, wir sollten nur aufpassen, dass wir der guten Lady Comstock da nicht in die Quere kommen. Aber wir sind ja sowieso schon Staatsfeind Nummer 1, von daher ist es eigentlich völlig egal. Battleship Bay. Das ist beeindruckend, oder? Wie sie das hier tatsächlich schaffen, in Columbia auch so ein Strand, Wasser und all sowas hier reinzubauen, sozusagen. So, also ich... Wo muss ich denn jetzt lang? Da hinten. Tanzt sie da? Ja, da tanzt sie. Oh, sie ist so süß. Aber klar, sie hat die ganze Zeit in Gefangenschaft verbracht, hatte niemanden, mit dem sie reden konnte und wusste nicht...
Ich will nur einen fairen Lohn für meine Arbeit. Jo, verstehe ich. Sie hatte niemanden, mit dem sie reden konnte. Und sie wusste ja nicht mal, dass sie beobachtet wird. Das finde ich ja noch schlimmer. Also sie hat nicht mal geahnt, dass sie ein Testsubjekt ist. Und das ist einfach, ja. Aber was das für ein riesiges Vieh war. Also tot ist es nicht, denke ich mal. Das habt ihr auch gesehen. Die Zeiten ändern sich. Die Leute wissen nicht mehr, wo sie hingehören. Wem sagst du das? Mich hat ein Orientale angehalten und nach der Uhrzeit gefragt. Einfach so. Es gehört verboten. Ist es, glaube ich. Oh Gott. Also manchmal kann man sich dieses Gewäsch hier echt nicht antun. Das ist ganz schlimm. Dieses Rassismus pur. Alkohol erhöht deine Gesundheit, beschädigt aber meine Leber. Den Alkohol ist nicht gut, liebe Vielleicht Kinder. Vielleicht sollten wir beide einen Spaziergang machen. Ich gehe doch nicht mit dir spazieren. Es ist doch allgemein bekannt, was du für einer bist. Aber dann Hauptsache hier am hintersten Strandeckchen zurückziehen. Ja, ja. So eine Frauen habe ich gerne. Alles klar. Was ist das? Salz, ne? Warte mal. Warte. Kleine Salzampulle, ja. Okay. Manchmal ist es hier ein bisschen schwer, was aus dem Strand rauszuziehen. Seht ihn euch an, Ladies. Wirklich ein Jammer, dass dem keine eine hübsche Badehose kauft. Naja, immerhin gelte ich nicht mehr als der falsche Hirte bzw. der absolute Antichrist hier in diesem. Total zurückgeblieben. Weißt du, ich kenne da einen, der kann das, sagen wir mal, regeln. Wilma! Tja, entweder das oder deine Familie lebt in Schande. Eine echte Zwickmühle, in der du da steckst. Also... Nicht nur, dass die hier rassistisch sind und allgemein etwas gegen alle möglichen, ja, Ausländer, sage ich mal, haben, gegen alle, die nicht ihrer Hautfarbe entsprechen. Nein, sie sind auch noch, glaube ich, so eingestellt, dass Krankheit, sowas wie vielleicht ein Down-Syndrom oder so, hier absolut gar nicht geht. Ihr seid stark, stark. Tut so, als wärt ihr Herkules. Jawohl, Betteln verboten, Kumpel, hast du die Schilder nicht gesehen? Okay, Miss. Jetzt die Hand etwas weiter oben auf sein Bein. Nein? Okay, dann ebenso. Los, soll das den ganzen Tag dauern? Es ist so heiß. Hat jemand ein Taschentuch? Ich werde dich heiraten. Den Spruch kenne ich schon. Du musst mir glauben. Ich liebe sie nicht mehr. Es ist unglaublich, wie viele Männer, die ich kenne, keine Ahnung haben, wer sie sind. Also, ja, Strandnachmittag, ne? So ein typischer Strandnachmittag. Irgendwie ja schön. Und ich möchte ja erstmal alles sehen, bevor ich zu Elisabeth gehe. Also, das ist jetzt aber da wenigstens. Was meinst du damit? Ja, nur der Stärkste überlebt. Naja, kennt man ja, ne? Du versperrst uns die Sicht. Sorry. Ja, nur der Stärkste überlebt, die Theorie laut Charles Darwin. Und nur der Stärkere setzt sich hier durch. Dass meine Frau Angst hat, aber ich kann sie ja nicht nehmen. Comstock wird die Vox erledigen. Wenn er sagt, er hat einen Plan, dann hat er auch einen. Wann hat er uns je im Stich gelassen? Also ich glaube, hier könnte man echt Stunden verbringen. Das ist typisch Vox Populi. Die Iren und die Neger aufhetzen. Erst ins Arbeiterunruhen, dann holen sie dich aus dem Bett. Comstock sollte sie zertreten, diese ganzen Kakerlaken. Kann es sein, dass wir übertrieben Glück haben, dass wir wirklich dieser reinen Rasse hier angehören? Mir fehlen echte Strände. An echten Stränden musst du dir das Wasser mit allen möglichen Menschen teilen. Und diese Menschen sind unhygienisch. Ach, Unsinn. Sie kriegen die unvorstellbarsten Krankheiten. Wenn du mir nicht glaubst, fahr mal nach Finkton. Okay, aber jetzt endlich jetzt mal zu Elisabeth. Denn die tanzt ja hier schon munter darauf los. Hey, Kleine. Komm her. Hey, Kleine. Elisabeth. Hallo. Oh, das ist wundervoll. Tanzen Sie mit mir, Mr. DeWitt. Ich tanze nicht. Los, komm jetzt. Wieso? Was könnte schöner sein als das? Naja. Wie wär's mit Paris? Paris? Wie? Ich verstehe nicht. Wie kommen wir dorthin? Naja, dieses Luftschiff fliegt dorthin. Aber wenn du lieber weiter tanzt... Nein, gehen wir! Kommen Sie! Los! Jetzt auf der Stelle! Bringen Sie Elisabeth zur First Lady. Ich bin frei. Kaum zu glauben, aber wahr. Oh, riechen Sie das?
Diesen Geruch kenne ich nicht. Sie vielleicht? Die Strände, die ich kenne, riechen für gewöhnlich anders. Gott, ist das süß. Vor allem mit ihr jetzt zusammen. Ich würde dir gerne irgendwas kaufen. Ist das gerade Girls Just Wanna Have Fun im Hintergrund? Wussten Sie, dass dieser künstliche Strand in nur 6 Monaten entstand? Und woher weißt du das? Aus einem Buch, das ich nach Ihnen geworfen habe. Ist aber auch gut zu lesen. Du musst Elizabeth bei Kämpfen nicht beschützen. Sie kann auf sich selbst aufpassen. Ja, natürlich kann sie das. Einfach nur Zucker, die Süße. Mr. DeWitt. Ja. Comstock. Hab von ihm gelesen. Es heißt, er kann in die Zukunft sehen. Gibt man einem Mann Macht, hält er sich gleich für den Größten. Er gefällt mir nicht. Was gefällt dir nicht am Propheten? Sein Blick? Können wir gehen? Ja, natürlich. Ich sollte hier echt aufpassen, dass sie mit ihrer Meinung nicht so sehr aneckt, denn ich denke mal, ihr ist das nicht wirklich bewusst, dass sie da eventuell Schwierigkeiten bekommen könnte. Und ich glaube, ihr ist auch nicht so wirklich bewusst, dass Father Comstock... Ja, wir sind echt wohlhabend, was? Tja, dass Father Comstock sie die ganze Zeit gefangen hielt. Tja, vielleicht dann doch nicht die Tochter. Vielleicht dann einfach wirklich nur das Lamm mit diesen Fähigkeiten, die sie ja hat. Diese außergewöhnlichen Fähigkeiten. Vielleicht tatsächlich einfach nur wirklich reiner Zufall gewesen. Dieser Sturz ins Wasser hat ihn nicht gut getan. Ich suche etwas, was vielleicht die Schmerzen lindert. Ach, danke, Maus. Brauche ich aber nicht. Mir geht's echt... Gesundheitlich geht's mir super. Muss nur oben auf meine Leiste gucken. Dann siehst du das. Aber, meine lieben Freunde, ich werde jetzt hier einen Cut machen für diesen Part, nachdem wir uns hier oben nochmal umgeguckt haben und an der Teeparty teilgenommen haben. Ja, wir sehen uns also in einer neuen Folge von Bioshock Infinite. Und zwar morgen direkt wieder mit, gemeinsam endlich, mit Elizabeth. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich hoffe, ihr euch auch. Und ja, auf der oberen Promenade geht's also morgen direkt weiter. Bis dahin, Girls, just wanna have fun. Ciao.